Zurück bei Bild Live mit Bildern von diesem gewaltigen Raketeneinschlag. Bilder, die wenige Minuten alt sind. Und die spielen im Herzen von Kharkiv, der zweitgrößten Stadt in der Ukraine. Eine Millionenstadt, eine Studentenstadt. Russland beschießt das Zentrum der Stadt gezielt mit schweren Raketen. Ja, das ist ein ziviles Gebäude, das regionale Verwaltungsgebäude, Regierungsgebäude dort mit dieser riesigen Explosion. Man kann förmlich live zusehen, wie hier Zivilisten sterben. Genaue Zahlen zu Opfern gibt es derzeit noch nicht. Wie gesagt, diese Bilder sind ganz, ganz frisch gerade reingekommen. Wir wollen darüber sprechen hier im Studio mit unserem Experten Max Kiewel. Max, wenn du diese Bilder siehst, was steckt möglicherweise dahinter? Welche Art von Rakete? Also ich glaube, wir müssen erstmal das beim Namen nennen, was wir da sehen. Das ist die nächste Stufe in diesem Krieg, vor der wir immer gewarnt, vor der wir alle Angst hatten. Putin, der gezielt zivile Gebäude bombardiert, mit Raketen beschießt. Denn das jetzt hier sind spektakuläre Aufnahmen. Wir sehen einen Feuerball, wir sehen eine Rakete. Aber vor allem sterben dort Menschen. Menschen, die wie wir vor kurzem noch auf dem Weg zur Arbeit waren, die im Auto fahren, die in dieses Gebäude gehen und die dann innerhalb von einer Sekunde nicht mehr leben, weil Putin, weil seine Soldaten sich entschieden haben, dieses Gebäude mit einem Mehrfachraketenwerfer anzugreifen. Und wir sehen es am Ende von diesem Gebäude, nicht viel übrig bleibt. Das ist im Herzen der Stadt. Drumherum sind Parks, Universitätsgebäude, das eben das regionale Regierungsgebäude dort. Wie glaubst du, diese neue Eskalationsstufe, wie wird die sich jetzt entwickeln in den kommenden Stunden? Also das war etwas, ich habe es gesagt, wovor wir alle Angst hatten, dass der nächste Schalter umgelegt wird, dass noch gezielter, noch tödlicher bombardiert wird. Das hier Bilder von gestern, die wir hatten. Da ist eine große Wohnsiedlung beschossen worden. Auch in Kharkiv. Das spielt alles in dieser Millionenstadt. Ja, das sind hier Kampfjets, die Feuer am Himmel waren. Das alles, Kharkiv, das ist fast so wie eine Blaupause, die da geschaffen wird für die Menschen in Kiew. Schaut es euch genau an, schaut, was wir hier machen, dann wisst ihr, was bei euch passieren wird. Noch ein bisschen weiter östlicher, noch ein bisschen weiter Richtung Russland. Aber schaut euch an, was wir hier machen und dann seht ihr, was wir bei euch in Kiew machen werden. Bilder von der Zerstörung dort. Du sagst es nach diesem gestrigen Kriegstag 5. Schauen wir uns noch mal an aus Kharkiv. Also Max, diese Stadt strategisch etwas leichter zu erreichen für Putins Truppen, relativ nah an der russischen Grenze. Und jetzt eben die Bilder von dort, Verwaltungsgebäude in Kharkiv, vor wenigen Minuten schwer getroffen von dieser Rakete. Und wisst ihr, was diesen Krieg in Kharkiv noch unerträglicher macht? Das ist eine Stadt, die zum großen Teil aus russischstämmigen Menschen besteht. Dort greift Putin, man kann das so sagen, seine eigenen Brüder oder wie auch immer an. Menschen, die noch weniger verstehen werden, warum sie plötzlich ins Visier seiner Raketen gekommen sind. Lass uns, Max, auch über diese Bilder sprechen. Ein russischer Militärkonvoi auf dem Weg nach Kiew. Diese Bilder sind in der Nacht um die Welt gegangen. Ein russischer Militärkonvoi, 64 Kilometer lang, gesichtet kurz vor der Hauptstadt, vor Kiew. Panzer, Artillerie, Logistik, Truppentransporter, all das. 64 Kilometer lang, eine Strecke etwa wie von Köln nach Dortmund, ausschließlich aus Militärfahrzeugen. Ja, das sind Bilder, die zeigen, es droht furchtbar zu werden in Kiew in den nächsten Tagen möglicherweise schon. Es ist eine Großoffensive auf die Hauptstadt. Diese Bilder zeigen den Plan der nächsten großen Putin-Schlacht. Max Kiewel, Militärexperte hier bei uns im Studio. Man sieht diese Bilder. Die erste Frage, die einem durch den Kopf schießt, ist, jetzt hat man die quasi auf dem Präsentierteller durch diese Satellitenbilder. Warum reagiert die Ukraine da nicht ganz schnell? Ja, man muss vielleicht erst mal sagen, dieser Konvoi, wir beobachten den schon seit eigentlich gestern Nachmittag. Da hieß es 3 Meilen lang. Dann gestern Abend waren es 17 Meilen. Und jetzt ist er noch mal so deutlich angewachsen. Also wir sehen hier eine ganz klare Bewegung und wir sehen, dass dieser Konvoi anwächst. Ihr habt es gesehen, unterschiedliche Fahrzeuge unterwegs in diesem Konvoi. Und die große Frage, ich sag's mal ganz platt, warum wird dieser Konvoi nicht platt gemacht, bevor er in Kiew so viel Tod und Vernichtung anrichten kann? Und da gibt es unterschiedliche Erklärungen für, eventuell hier die Russen diesmal mit eigenen Schutzelementen dabei, also etwas, was zum Beispiel Drohnen oder Kampfjets abwehren könnte, oder eben die Ukrainer noch nicht in der Lage, so weit zu kommen, dahin vorzustoßen, wo dieser Konvoi jetzt ist. Aber ganz klar, dahin wird die Welt, dahin werden die NATO-Staaten, die Russen und die Ukrainer genau schauen, denn dieser Konvoi, das ist womöglich der entscheidende Faktor in den nächsten Stunden und Tagen für Kiew.
Für eine Schlacht bereitet sich Putin dort vor. Sein Plan B, nachdem der erste offenbar nicht aufgegangen ist. Es ging nicht schnell. Wir sehen Bilder von dramatischen russischen Verlusten rund um Kiew. Schwere Verluste, zerstörte Militärkonvois, eben dort getötete Soldaten. Das heißt, Max, das hat erstmal nicht funktioniert. Der Plan von Putin, ganz schnell in die Hauptstadt Kiew vorzudringen, der hat nicht funktioniert. Das Bilder vor Kiew eben dort. Wladimir Putin scheint sich katastrophal verkalkuliert zu haben, vielleicht weil er seine eigenen Lügen und seine eigene Propaganda geglaubt hat. Sein Gerede davon, dass die Ukraine kein echter Staat ist, dass die Menschen dort sich nicht als Ukrainer fühlen, das beweisen sie ihm gerade in jedem Gefecht genau das Gegenteil. Und diese kurze, präzisen Nadelstiche, das sozusagen zu einer schnellen Kapitulation von Kiew geführt hätte, diese Strategie ist nicht aufgegangen. Und jetzt muss man womöglich die Strategie ändern, muss diesen Riesenkonvoi ins Feld führen. Und dann wird sich zeigen, inwiefern überhaupt die russischen Truppen fähig sind, so schnell sich umzustellen, was das bedeutet. Die Einkesselung einer 2-3-Millionen-Stadt, was unser Kollege Paul Ronsheimer vorhin geschildert hat, das ist unbegreiflich. Das ist etwas, was es in der Moderne nicht geben darf. Was erkennst du darauf auf den Bildern? Erkennst du da spezifisch, was das für Militärfahrzeuge sind, sein könnten? Ja, du hast es vorhin schon genau richtig geschildert. Wir sehen hier alles. Wir sehen LKWs mit Versorgung. Wir sehen Haubitzen, die Artilleriegeschosse aus großer Entfernung schießen können. Wir sehen die klassischen russischen Panzer. Hier ist wirklich alles unterwegs und alles auf der Straße. Und das ist schrecklich und tödlich, was wir da sehen und was da eben auf dem Weg nach Kiew ist. Deinen Einschätzungen nach reicht diese Kolonne aus, um den Plan auch wirklich durchzusetzen, um Kiew komplett einzukesseln und geschlossen zu halten? Ich glaube, das wissen wir alle in dem Moment noch nicht, auch weil wir alle überrascht sind, ob der heldenhaften Taten der Ukrainer, dieses unglaublichen Mutes, sich dieser Übermacht entgegenzustellen. Aber das ist schon sehr erdrückend und ich frage mich schon, wie lange wir als Westen am Ende aushalten werden, wenn dieser Konvoi in Stellung geht, dieser Konvoi die Menschen aushungert, keine Medizin, kein Essen und dazu Raketen auf Zivilisten. Wie lange wir das als Westen aushalten werden? Ich habe da große Fragezeichen.